Muss man in Spanien gewesen sein, um etwas darüber zu wissen? Ist Spanien nicht eher die Sehnsucht nach, ja, wonach eigentlich? Nach Exotischem, nach Flamenco und Gitanos, den spanischen Roma, die hier heimisch sind. Nach jungen Männern, deren Beruf es ist, ihr Leben aufs Spiel zu setzen? Nach gefährlichen Frauen? Das sind alles Klischees. Jedes Bild eine Bühne, eine Inszenierung. Dennoch spricht Zuloaga von Dingen, die uns Spanier direkt betreffen. Ganz grundsätzlich. Wer wir sind und wie wir sind. Ignacio Zuloaga kommt 1870 im baskischen Eibar zur Welt. Mit 17 sieht er im Prado Velázquez, Goya, El Greco und will Maler werden. Er stammt aus einer Familie von Damastschmiedekünstlern. Sein Vater Plácido ist ein erfolgreicher Metallbildhauer. Der junge Zuloaga geht nach Rom, wo ihn die akademische Lehre und die Provinzialität langweilen, und zieht weiter ins Mekka der Maler. Paris. Dort tummeln sich Impressionisten, Symbolisten, Pointillisten. Er lernt Gauguin, Van Gogh und Rodin kennen und stellt bereits mit 21 aus. Was aussieht wie eine Dame, ist keine. Ist eine Frau am Rand der Gesellschaft. Er malt Straßenkehrer. Und Porträts, die sind wenigstens bezahlt. Paris wird ihm zu viel. Er sucht das Wahrhaftige, eine eigene Handschrift, und reist in den Süden Spaniens nach Andalusien. In Sevilla malt er einfache Leute. Ein Spanien, das bereits im Verschwinden ist. Wie die Textur einer spezifischen Kleidung. Das Versprechen in ihrem Blick. Später. Immer wieder Toreros, wartend am Rand. Spanien kommt da gerade aus dem 19. Jahrhundert und hat erfolgreich das Image eines sonnigen Andalusiens, voller Helden, Wegelagerern und Toreros vermarktet. Zuloaga selbst macht eine Ausbildung zum Torero. In seinen Bildern zeigt er den eigentlichen Stierkampf jedoch nie. Nur das Drumherum. Und auch das ist wieder nicht, was es scheint. In einem baskischen Dorf trägt man keine andalusischen Trachten. Stierkampf, Flamenco, archaisch und fremd. Immer wieder neu interpretiert. Immer wieder erfolgreich. Die spanische Sängerin Rosalía erlangte ihren internationalen Durchbruch mit diesem Video. Flamenco und Tod, immer noch am Rande der Gesellschaft. Das sind Mythen heute. Mythen damals? Zuloaga sucht die Persönlichkeit, die Würde der Menschen und huldigt Velázquez Meninas. Aber auch Abgründe. Er zeigt eine Welt, mit der sich die Spanier nicht identifizieren wollen. Dieses Bild, ein Skandal. Er zeigt uns ein völlig zurückgebliebenes Inland. Sehr rudimentär. Eine Welt von Randfiguren, eine Welt von Verlierern. Und er sagt, das ist Spanien. In Paris von 1900 machen diese Bilder Furore. Auch in Berlin, wo Rilke ihn entdeckt. Auf Empfehlung Rodins bekommt er auf der internationalen Kunstausstellung in Düsseldorf einen ganzen Saal für 18 Bilder. Kandinsky holt ihn nach München. Wo immer nur Bier getrunken wird, schreibt er 1904. Postkarte aus dem Hofbräuhaus. Das Carmen-Fieber erfasst Europa und die USA. 1906 hat Zuloaga seine erste Einzelausstellung in New York. Während Spanien mit seiner postimperialen Identität ringt, wollen alle Amerikanerinnen spanische Haarkämme, Frisuren und Tücher. Zuloaga zieht sich nach Kastilien zurück, ins Landesinnere,
und zeigt, eigentlich ist Spanien karg, schweigsam und anders. Thank you.